willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Glover aus dem STS-Forum. Tja. Er hat seinen MN Euro 6 gehabt in der Version 1.7. Und was schreibt er mir? Es wird wahrscheinlich das letzte Update sein von diesem LKW. Er kann ihn im Blender nicht mehr sehen. Kann ich auch verstehen, nach so viel Updates und nach so viel Gedöns, was er gemacht hat. Ich habe eh schon gesagt, ich glaube, ihm fällt wahrscheinlich nichts mehr ein, was er an dem LKW noch nicht gemacht hat oder was man noch machen kann. Kann ich verstehen. Und deshalb wird, so wie ich es jetzt verstanden habe, wird das jetzt erstmal das letzte Update von diesem LKW sein. Aber wir sind jetzt natürlich, klar, erschüttert bis aufs Ende. Aber nicht traurig, denn er hat schon angekündigt, ein neues Projekt ins Auge zu fassen. Wann, wo, wie, was, wer, das werden wir dann in nahe der Zukunft sehen. So, nichtsdestotrotz gucken wir uns die 1.7 an. Ich werde nicht alles zeigen, ich zeige nur das, was in der 1.7 mit dabei ist. Denn das ist mal wieder eine Menge. Und das schauen wir uns jetzt an. Bevor wir jetzt zur neuen Kabine, wir haben ja nämlich eine neue Kabine dabei, die XL, nämlich die hier, die XL ist ja neu. Und bevor wir dazu hingehen, gucken wir uns noch ganz kurz bei der XL-Variante, nämlich den Skin an. Es gibt nämlich einen sogenannten eine Commander-Serie-Skin, der sieht dann so aus hier. Ne? Nur, dass ihr es mal gesehen habt, das ist jetzt hier mit am Start. Ne? Das sieht so aus. Da hat man dann hier oben diesen Commander-Serie-Skin halt, hier nochmal so mit die Scheibe zu. Das ist im Prinzip das hier, bloß das komplett dicht ist. Und sieht, glaube ich, richtig stark aus. Ne? Warte mal, Paint. Gehen wir mal hier oben Commander-Series nochmal. Gibt es hier auch nochmal Paint? Ich gucke nochmal, warte mal. Da gibt es auch noch ein paar andere Feinigkeiten, die ich dann euch gleich nochmal zeigen werde. Paint, ich gucke nochmal hier nochmal. Wir machen es einfach mal kurz Paint, dass ihr einfach mal seht, ungefähr, dass er ja einfach mal so einen Eindruck habt. Ne? So painful. Hier hinten auch nochmal Paint. Gibt es auch die Custom-Variante, ne? Die kann man auch schon kurz mal machen. So, das wäre jetzt mal so dieser Skin hier von diesem Commander Series. So sieht der Skin halt aus. Sehr, 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 sehr schick. Ich mag ja die Skins von Glover sowieso. Und ich habe den so noch nicht gesehen in dieser Variante, aber sieht cool aus, ne? Muss man schon sagen. Das einfach mal so zum Skin. Die ganzen Amber Parts, glaube ich, kennen wir alle, haben wir schon x-mal gesehen. Deshalb kommen wir heute zur XL-Variante. Richtig, unseren Hobel. Den wir halt noch nicht kennen. Also, wir haben hier die 4x2. Das muss ich hier fast nochmal rausgehen, weil das ist immer so komisch. Das verschiebt sich dann hier mal alles ganz komisch. Ne? So, XL, dann 4x2. Dann haben wir mal, ich muss mal eins machen. Ich muss mir hier vielleicht das ein bisschen wegmachen. So, dann sieht man es besser. Genau, ein bisschen tiefer gelegt. Dann Hobel, Midlift, 6x4, 6x2. Alles mit am Start. Alles, was man so braucht oder sich vorstellen kann. Auch als Schwerlast hier oder für Schwerlast. Das ist, glaube ich, klar. So, dann passt mal. Ach ja, genau, warte mal hier, dass wir es kurz zeigen können. Da haben wir hier nämlich nochmal die Möglichkeit, nochmal Ersatzschlappen hinzumachen. Gerade so Baustellenverkehr oder Nahverkehr, da brauchst du hier keine doppelten Tanks, ne? Toolbox oder eine Hydrauliktank hier nochmal. Da könnt ihr euch dann dementsprechend raussuchen, was ihr hier halt hinbauen wollt. Aber nur, dass ihr es mal gesehen habt. So, dann, bleiben wir bei der Tank-Variante. So, jetzt kommen wir auch mal zu den ganzen Sachen. Motorisierung, glaube ich, ist klar. Brauche ich jetzt hier nicht nochmal durchquaken. Ich nehme mal 400 PS. Reicht voll aus. Interieur. Wenn ich jetzt hier mal so kurz durchstehe, klar, wie schon gesagt, kleine Hütte. Was ich ganz cool finde, ist ja diese Variante, das klappt man so um und dann ist es wie so eine Hängematte, oder? So, also zumindest die Richtung. Bestimmt sehr bequem. Weiß nicht. Bin ich noch nicht so gefahren. Also ich, theoretisch schon, aber es war damals ein SK, es war damals ein Autotransporter. Da hast du auch hier gelegen und dann konntest du umklappen. Viel Platz war auf alle Fälle nicht. Und dann war das auch so eine Art. Ja, war schon Bett. War keine Hängematte wie hier. Zumindest sieht es aus. Ne? Ich weiß nicht, wie es beim MN dargestellt, aber es sieht halt aus wie so eine Hängematte. Gut. Ansonsten Skins sind hier unsere Standardvarianten, die wir von Glover schon gewohnt sind. Da gibt es ja die Skins einfach, die wir halt wie schon gesagt schon kennen. Und dann kommen wir einfach mal zu den Anbauparts, was wir hier haben. Ich mache jetzt hier gleich mal den Spoiler. Das ist jetzt der hier Standard. Oder die Raised-Variante, die ich dann eigentlich ganz cool finde. Die sieht dann auch ganz schnieke aus. Was haben wir oben am Dach? Farbe Tröten. Tröten sind wichtig. Die kann man hier ran tröten. Dann haben wir hier noch mit dabei. Wir könnten natürlich die Lampen mitmachen. Die gehen natürlich auch. Aber dann nicht kompatibel mit den Tröten, wie ihr seht. Ne? Klar, logisch. Dann haben wir hier natürlich noch Slots. Müssen wir die Tröten wegmachen. Hier haben wir eine Lichtbox. Die würde dann so aussehen. Finde ich ganz cool hier mit dieser Halterung hier. Zack. Hier sind auch noch die Halterungen dann für Rundumleuchten oder whatever, was man halt gerne da hinkleben möchte. Dann haben wir hier die Trucks Paint Roof Bar. Genauso in grün. Ne? Könnt ihr euch doch aussuchen. Oder dann den von HL Schoch, den Lampbügel. Also da müsst ihr euch dann hier irgendwas raussuchen, was euch gefällt. Aber wie schon gesagt, aufpassen, nicht kompatibel mit den Tröten jeweils. Also da Augen auf bei der Berufswahl. Beim Ding meine ich. So, ich guck mal, was kann ich hier anbauen. Ich probiere jetzt einfach mal was hier. Ich könnte auch hier einfach mal. Passt der Michelin-Mädchen? Ja, sieh mal, der passt irgendwie die Faust aufs Auge. Guck mal hier. Dann könnte man hier theoretisch oben drauf.
die Rundumleuchten drauf machen. Ne? Also nur mal so theoretisch. Ich mache das jetzt nicht. Ob die jetzt ganz hinpassen, weiß ich gar nicht so genau. Ja doch, könnte gerade so hingehen. Ja doch. Ja doch, passt. Lassen wir so. So, dann geht's weiter. Wir haben hier, das ist hier fürs Interieur. Das lasse ich jetzt auch mal kurz weg. Sonnenblende. Ah, da passt dann die Sonnenblende nicht. Ne? Ah, ich sehe schon, ich verstehe schon. Da muss man es vielleicht nochmal tauschen. Ja, ich glaube, ich werde das nochmal tauschen hier. Nur, dass ihr es mal gesehen habt. Ja, müssen wir nochmal ändern. Gucken wir gleich nochmal. Ansonsten hier oben, wie schon gesagt, gibt es dann hier die Slots noch mit dazu. MAN Center München in dem Fall. Oder dann hier die Standard. Finde ich eigentlich gar nicht. So, ohne Methanon. Ich guck mal, hier kommt man praktisch. Ich guck mal schnell, ob ich habe. Ah, ich guck mal, ich habe. Ah, das ist ja fast noch besser. Ich kann hier auch Michelin-Männchen kleben. Hier, ja, das ist doch ganz toll. Einmal da und einmal hier. Was waren das jetzt, der weiße oder gelbe? Ah, komm, mach mal weißen, ist ja wurscht. Genau, so. Kann man machen. Cool. Gar nicht aufgefallen. Siehst du, dann kann ich hier nur ein paar Lampen machen. Hier, zack, zack, zack. So. Und dann kann ich wiederum sagen, okay, dann nehme ich jetzt hier nochmal die Lichtbox. Moment, wo war sie? Wo ist er versteckt? Da ist er. Mach die jetzt hier weg. Und lass dann oben die Rundumleuchten drauf. Ha! Check. Siehst du? Schon gelöst das Problem. So, ansonsten Spiegel auch Paint, Full Paint hier, alles klar. Haben wir natürlich dann auch nochmal hier unsere sogenannten Lion Lollipop. Einmal für rechts und einmal für links. Dann haben wir noch, was war's neu? Pass auf, ich sage gleich nochmal. Das hier. Das ist im Prinzip hier alles soweit gleich geblieben, ne? Also nur, dass wir halt einfach nur die kleine Kabine haben. Kommen wir jetzt mal zu den Neuerungen. Sagen wir es einfach mal so nochmal. Also passt auf, wir haben jetzt Folgendes. Hier ist MN-Logo. Gibt es jetzt hier einen Stock, also Licht, da ist ein Licht hinterlegt. Oder halt dann hier ein Paint und das ist trotzdem ein Licht hinterlegt. Also das werden wir dann sehen im Nachtmodus, dann im Lichttest, ne? Ansonsten haben wir dann, ich guck mal schnell ganz kurz, dass wir hier jetzt einen Check machen. Passt mal auf. Also diesen Baustellen-Check. Evil Look. Voll böse. Genau, die habt ihr hier. Die Coververkleidung genauso. Also das ist jetzt mal so ein bisschen so Baustellen-Style. Haben wir auch schon ein paar Mal gezeigt. Sieht auch ganz, ganz fresh aus, ne? Wenn ihr das mal gesehen habt. Gibt es hier mit Verkleidung, Plaste, Bunt. Alles da, wie man es halt braucht, ne? So. Dann gehen wir nochmal runter hier. Facelift. Ich mag natürlich die Facelift-Variante. Würde ich gerne. Hier haben wir noch so eine LED-Lightbar. Facelift lassen wir mal. Chrome und Paint. Ne, die Plaste sieht gut aus. Dann gibt es natürlich die Trucks Chrome. Hier mal Paint. Die kleine Variante, die Offroad. Das wäre dann natürlich für die anderen Scheinwerfer hier mit dazu. Die sind auch noch alle mit an Bord hier, ne? Jetzt muss ich bloß mal schon schauen. Kennzeichen ist, glaube ich, klar. Scheinwerfer gibt es natürlich in verschiedenen Farben. Auch im Bunt. Ich lasse mal die hier da. Striped TRL, genau, das lassen wir mal so. Was haben wir noch? Kamera haben wir schon. Die Lampe haben wir. Achso, Verkleidung. Zack. Boot, kann man auch mal machen. So. Amen. Mood Flaps. Arbeitsscheinwerfer immer ganz wichtig. Muss immer mit dabei sein. Dann die Sticker haben wir ja letztes Mal schon gehabt. Die passen. Das bleibt. Ah ja, genau. Hier haben wir nochmal die Paint Commander Series Türgriffe. Die sind auch neu mit dabei, meine Damen und Herren. Rückwand. Oder warte mal, Moment. Moment. Full Paint machen wir hier. Mache ich ja noch eine Sidebar hin. Und vorne, bevor ich es vergesse, haben wir ja natürlich noch ganz neu. Es müsste jetzt hier die Paint Button Bar sein. Ne? Kann es sein? Ich glaube, die war es. Ne? Die ist auch noch neu mit dabei. Ihr könnt dann auch diverse Lampen hier noch anbauen. Aber das, glaube ich, wisst ihr selber. Brauche ich euch nicht zeigen. Einfach was anbauen. Ne? Was? Lampen halt. Einfach Lampen. So, dann hinten. Wir sind ja jetzt hier bei der XL. Schauen wir mal, was wir da noch mit dabei haben. Ach, das ist der Spoiler. Das ist gut. Hier haben wir noch eine Backbar, Chrombar. Finde ich gut. Die wollen wir auch anbauen. Dass es auch noch hinten ein bisschen noch was aussieht. Dann haben wir hier noch einen Feuerlöscher. Hier haben wir noch dieses Paint an der Seite. Das lasse ich jetzt mal weg. Arbeitsscheinwerfer, die sind wichtig, die sind gut. Haben wir doppelte, einmal hier und da oben. Gute Sache. Feuerlöscher mit Action-Aptual-Gedöns. Hier nochmal extra Auspuffanlage, die lassen wir auch mal weg. Ja, aber mit Logo oder diesen Hydrauliktank. Ne? Dann haben wir hier nochmal dieses Cover. Das haben wir, glaube ich, auch schon ein paar Mal durchgekaut hier. Das ist mit dabei. Tank, Paint, Farbe, Bunt, Chrom. Sucht euch was aus, was euch gefällt. Und dann hinten jetzt natürlich nochmal die Custom-Variante, wenn ihr wollt oder möchtet. Ich lasse die heute mal da. Ich hatte sie nämlich schon lange nicht mehr. Und daher will ich die heute mal wieder nutzen. So, die Stripes sind natürlich für die Kleinen hier hinten. Das ist logisch. Dann haben wir hier noch das Kennzeichen, auch wichtig. Hier haben wir noch Unterlegkeile, die gehen nicht aus. Ihr habt die Standardrückleuchten. Dann sind die natürlich mit dabei. Das sind dann praktisch hier bei den Lampen dabei. Logisch.
Die sind jetzt hier aber, lassen wir mal weg. Genau, Verkleidung wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Seht ihr selber, lasse ich weg. Ich mache hier mal diese Schmutzlappen dazu. Und dann sieht das so aus, wie es aussieht. So, wir brauchen hier natürlich noch Stock with Lights. Das sieht man hier. Bam, 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 bam. Das sieht dann soweit ganz gut aus. Nehmen wir. Gibt es aber auch hier Plaste mit Lights. Das wäre dann hier unten. Ne? Aber wir nehmen so ein Paket mit Lights. So, dann haben wir noch den Schutz hier. Was haben wir da noch? Das bleibt so, wie es ist. Und dann, glaube ich, müssen wir jetzt hier von außen, meine ich, schon so gut wie fertig sein. Funktioniert natürlich ja nach wie vor das ganze Geschmodder hier. Und dann, glaube ich, gehen wir schon ins Interieur rein. Oder? Ich muss mal kurz gucken. Zweiter Bildschirm habe ich alles hinterlegt, aber ich habe es so klein gemacht. Aber müsste passen. So, gehen wir mal hier rein. Glaube ich, müsste aber soweit klar sein. Wir haben hier Funkgerät. Ah ja, genau, Funkgerät. Habe ich denn hier oben über meine Funkantenne? Da ist sie doch, die Funkantenne. Die ist dann hier verlegt. Hier ist sie. Sieht gut aus. Brauchen wir auch. Gut, passt, danke. Das bleibt alles. Dann haben wir hier noch ein bisschen Geschmodder. Schüsselpapier und so Zeug. Das war jetzt hier vorher der Sonnenschutz. Kann man mal hinmachen, wenn man möchte. Ansonsten hier Standard-Kabinengedöns, DLC. Wisst ihr selber. So. Kabinen-DLC lasse ich jetzt mal. Decals mit Schriftzug. Das hier wäre die für die 4, das ist hier hinten, ne? Abgasnorm. Dann haben wir da, dann haben wir noch ein Navi. Denn hier machen wir Radio rein. Mache ich immer gerne. So, ansonsten gucke ich jetzt noch mal kurz durch. Wir haben hier noch den Tisch. Tischlein deck dich. Hatten wir ja letztes Mal auch schon. Da könnt ihr auch noch ganz viele Sachen anbauen, aber das ist, glaube ich, auch klar. Und ansonsten hier hinten, muss ich mal kurz gucken. Wir haben schon das richtige Tür, haben wir, ne? Ja, 2019 passt. Ich dachte mir schon. Ihr könnt natürlich noch Gardinen anbauen, wenn ihr wollt. Ihr müsst nicht, ihr könnt Fernseher einbauen. Das klappt. Und dann hier natürlich noch eine Decke. Die Sitze wieder anders. Das ist ja alles gleich geblieben. Ne? Das finde ich aber auch ganz gut so. Hier noch vielleicht noch eine beige Decke. Schuhe. Und dann, wie schon gesagt, das andere ganze Gedöns, das könnt ihr ja selber hier anbauen. Da brauche ich, glaube ich, hier nicht nochmal drauf eingehen. Lenkrad, klar. Carbon, Holz, Gedöns, Optik und. Das, glaube ich, brauche ich jetzt hier auch nicht nochmal durchkauen. Und dann sieht er eigentlich schon mal gar nicht so schlecht aus. Ich baue jetzt hier gleich noch ein paar Lampen an. Das könnt ihr ja zu Hause selber machen. Aber nur mal zu sehen, dass wir auch in dieser kleinen XL-Variante einen richtig geilen LKW dabei haben. Ne? Das sieht einfach richtig stark aus. Mir gefällt er richtig gut. So klein und knifflig, aber doch irgendwie stylisch. Ne? So, ich baue den jetzt hier mit ein paar Anbauparts noch fertig. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da ist er jetzt fertig. Unser kleiner XL, den ich ja wirklich ganz niedlich finde und ganz süß. Ah ja, genau, weil ich jetzt hier gerade die Lampen sehe, dass wir es vielleicht nochmal kurz erwähnen. Wegen Interieurlicht wurde jetzt hier schon ein paar Mal angesprochen. Also Interieurlicht, nutzt bitte den Moment. Backlight Interieur Mod. Ne? Dieser Backlight Interieur Mod, ich meine, gibt es ja nicht auf dem Steam Workshop. Googelt einfach mal nach ETS2 Backlight Interieur Mod, dann findet ihr das natürlich auch ganz schnell. Funktioniert bei diesem LKW. Und dann mit sämtlichen Farben. Also könnt ihr dann hier einfach das als Alternative für euch, wenn jemand sagt, ich will hier Interieurlicht haben, nutzt das bitte, denn dann habt ihr euer Interieurlicht. Das sollte ich nämlich nochmal erwähnen, habe ich jetzt hiermit auch gemacht. So, also nutzen, meine Damen, meine Herren. So, ich habe, wie schon gesagt, hier noch ein paar Lampen angebaut. Vorne zumindest hier so ein bisschen Klimbim dran. Aber ich glaube, wir haben uns ja so weit schon angeguckt, also oft genug, dass man weiß, was da alles mit dabei ist. Jetzt geht es eigentlich hier im Prinzip bloß noch um das. Was für eine Bumper-Variante, ne? Geil. Dass ihr seht, wie hier diese XL-Variante aussieht. Das ist ja diese Commander-Serie hier, dieser Türgriff. Genauso wie dann hier der Skin, den habt ihr ja soweit gesehen vorher, aber den gibt es halt nur bei der XXL-Variante, den Skin. Ne? Den gibt es bei dem Kleinen nicht und bei der XLX gibt es den auch nicht. Nur bei der XXL-Variante, den Skin. Ne? Und dann hier praktisch nochmal, ist hier ein Fehler drin? Ja, da ist ein Fehler. Ich konnte einen Fehler entdecken. Aber kann auch sein, dass es am Mod von Wolli liegt hier. Da ist dieses PDCA-Dingsbums hier. Drückt durch die Scheibe durch. Ne? Das ist vielleicht als kleiner Tipp. Kann aber auch am Mod vom Wolli liegen. Muss jetzt nicht zwingend hier an dem immer liegen. Ne? Aber nur, dass ihr es wisst, ne, wenn ihr das nutzt. So, das ist jetzt im Prinzip unser Hobel hier in Farbe und bunt. Interieurlicht, das wird jetzt nochmal ein bisschen spannend, denn wie gesagt, im Endlogo leuchtet jetzt mit. Standlicht. Da sieht das. Also das ist jetzt, wie gesagt, hier neu. Dieses MAN-Logo leuchtet jetzt hier mit. Das ist so fresh ist. So fresh ist das. Und so sieht er jetzt hier mal. Jetzt machen wir das Ablendlicht nochmal dazu an. Und dann sieht er ungefähr so, wie das jetzt aussieht. Hier ist sehr schön mit den, ich finde ja nach wie vor richtig geil, diese Lollis hier mit dem MAN-Logo drin. Ah, absolutes Highlight, ne? Und dann so sieht das jetzt mal aus. Ich mache mal das Rundumlicht nochmal an hier. Einfach nur so als Rundumblick, dass ihr seht, wie das ungefähr aussieht.
Machen wir es wieder aus. Ich drehe mich nochmal eine Runde, dass wir auch den Popo nochmal sehen können. Hinten praktisch ja, diese Backlight-Variante. Bumper, Rückwärtsgang ist, glaube ich, klar. Hier, da unten, da oben, überall diese Lampen beim Einstieg. Also da seht ihr wirklich viel, wenn ihr rückwärts irgendwo an die Rampe müsst zum Trailer. Also da seht ihr wirklich ganz, ganz, ganz viel. Ne? Bremse ist klar. Blinker, dann somit auch klar wie Kloßbrühe hier. Also wirklich tolle Geschichte hier. Ne? Kannst sagen, was du willst. Aber es sieht richtig gut aus. Das gefällt. Die Michelin-Männchen kommen auch gut hier oben. Passt. So, dann im Interieur, klar. Sieht alles so aus, wie es immer aussieht. Hübsch. Passt, kann man gut viel mit anfangen. Wie schon gesagt, das ist das Einzige, was nicht kompatibel ist. Hier guckt ein bisschen aus der Scheibe. Wer nicht drauf Acht gibt, kann es trotzdem machen, kann es trotzdem hinbauen. Es war nur so ein kleiner Randtipp. Gut, das mal so zum Lichttest. So, wir starten mal los mit dem MAN XL, also mit der anscheinend letzten Version des MAN Euro 6 von Glover. Ich bin etwas traurig, aber ich kann es auch verstehen, wenn man da Monate und mittlerweile wahrscheinlich schon das zweite Jahr, glaube ich schon, hier in dem Hubel rumschraubt. Irgendwann hast du im Blender einfach keinen Bock mehr. Ne? Aber er hat angekündigt, zumindest hat er mir gesagt, dass er irgendwann ein neues Projekt ins Auge fasst. Was das sein wird, lass uns überraschen. Ich glaube, da gibt es genug Hubel, an denen man noch schrauben kann. Ich lasse mich aber überraschen. Ne? Und ich freue mich auch, ich freue mich immer auf neue Projekte. Toll, toll, oder? Toll, einfach toll. So, schnell raus, bevor der Volvo kommt. So ein alter Volvo wie auch nochmal was so. Ne? Frisch aufgemöbelt, ganz neu auf dem Tisch. Ja, auch gut. So, nichtsdestotrotz, kommen wir mal zum Fazit. Also, ich bin froh über das neue Update, über die XL-Variante, nämlich ein sehr schöner Lastwagen. Kann man natürlich auch im Fernverkehr nutzen. Man kann aber sagen, komm hier, ich bin absoluter Nahverkehrsfahrer, dann ist der richtig geil. Da kann man richtig Spaß haben. Und wir haben den ja auch schon mal getestet im SCS Convoy, also Multiplayer. Da läuft der Hubel ganz genauso. Ne? Und sieht dann dementsprechend auch richtig gut aus, wenn er dann gemeinsam im Team mit so einem geilen LKW fahrt. Ne? Vielleicht alle im gleichen Skin oder so. Why not? Coole Sache. Gut. Ansonsten XL, paar Kleinigkeiten. Diesen Commander Series Skin habe ich euch ja gezeigt. Und die paar Kleinigkeiten, was noch so mit dabei waren, habe ich euch auch soweit gezeigt. ChangeLog ist natürlich auch im SCS-Forum, Link dazu alles in der Beschreibung. Und falls ihr noch Fragen habt zu dem Mod und es auch sehr schade findet, dass da nichts mehr gebaut wird, ihr dürft es natürlich gerne kommentieren, aber ihr dürft natürlich gerne einen Daumen da lassen. Nicht nur für mich, sondern macht es auch für Glover, für sein letztes Update für den Euro 6. Ich finde, mehr glaube ich, kann man nicht mehr machen an dem Hubel. Aber ich finde es einfach richtig toll, ne? Oder? Ja, ne? Freuen wir uns aufs neue Projekt. Lassen wir uns überraschen. Jetzt feiern wir erstmal eine Runde mit dem MAN Euro 6. Lassen wir den noch mal eine Runde über die Map düsen bei euch zu Hause. Und dann wünsche ich euch natürlich viel Spaß damit. Ne? Falls ihr Fragen sind, wie schon mal kommentieren. In diesem Sinne, schönen Abend noch, macht's gut, bis bald und adios.